Was geht ab, meine lieben Zockfreunde? Hier ist wieder euer Davizio mit Broken Age. Beim letzten Mal haben wir sozusagen fast alles geholt, damit wir mit Alex hier abhauen können. Allerdings steht uns noch dieses kleine Rätsel hier vor, mit der Verkabelung. Und wie wir im letzten Part ganz am Ende herausgefunden haben, ist, dass auf Shays Schiff hier die Aufzeichnungen sind. Und ja, ich habe noch ein bisschen geguckt. Und wir müssen jetzt mit Vella weitermachen. Deswegen gucken wir mal, was Vella jetzt innerhalb der Basinostre jetzt mal so macht. Ziel erfasst. Jetzt nur noch ausrichten. Beinahe drinnen. Alles klar. Tod von Orban. Mist. Ich dachte, ich hätte sie erwischt. Alter, Messer. Sie versucht mich zu erstechen? Warum? Nimm's nicht persönlich, Mädchen. Das ist mein Job. Vor gerade einer Minute habe ich zum Beispiel das ganze Schiff abstürzen lassen, indem ich das Raumgefüge durchtrennte. Also bist du glimpflich davon gekommen. Gerade als ich dachte, dass es nicht noch verrückter werden könnte. Na gut. Du kommst mit mir. Ich wusste, dass du wiederkommen würdest. Irgendwas sagt mir, dass du den Wert eines guten Messers zu schätzen weißt. Was machst du im Inneren des... Okay. Was machst du im Inneren des Monsters Mokchotra? Monster? Mädchen, du bist im Raumschiff Basinostra. Oder im Moment gerade außerhalb davon. Okay. Wir sind außerhalb von einem Raumschiff? Wie kann ich dann atmen? Frag mich nicht sowas. Ich bin ein Festkörper. Ich muss zugeben, dass dieses Schiff und alles drumherum sich seltsam verhalten hat, seit ich umgeschnitten habe. Aber das war auch zu erwarten. Ja, du bist auch ein scharfes Messer, ne? Wer ist der Captain auf diesem Schiff? Das andere Kind, das durch den hellen Punkt im Raum gestürzt ist, haben wir Commander genannt. Den echten Kopf hinter der Operation nennen wir jedoch einfach Mama. Okay. Wo finde ich Mama? Keine Ahnung. Ich habe schon länger nichts mehr von ihr gehört. Aber hey, ich habe sie nicht erstochen. Das kannst du mir wirklich nicht unterjubeln. Okay, du kommst mit mir. Du kommst mit mir. Nur damit das klar ist. Ich habe dieses Schiff zu Boden gebracht. Egal. Wenn was geboten ist. Na gut, jetzt haben wir das Messer dann immer noch dabei. So, draußen können wir eh nicht. Ist ja leider zugefallen. Durch das Loch? Kann ich immer noch den Himmel sehen. Und das im All. Seltsam. Oh, Vella, wenn du wüsstest, dass wir nicht im All wären. Achtung, höher unter dem empfohlenen Wert. Außenhülle beschädigt. Okay. Leite Notstart ein. Oh, können wir klettern? Warnung, Schiffsachse unausgeglichen. Öffne dich! Mist. Das Ding geht nicht auf. Na super. Kann ich irgendwas mit dem Seil machen? Anti-Schwerkraft fällt bei Hüllenbruch nicht. Alex Laser? Dieser Auslöser dient nur dazu, Alex Todesstrahl abzufeuern. Ich glaube, da kann ich mit den Händen raufklettern, statt mit den Füßen. Hey, Schnellkopf. Kannst du auch was schneiden? Ich heiße Dutch. Und die Antwort lautet ja. Na gut, Dutch. Dann mach mal. Ja! Endlich. Vielen Dank. Ich habe dir zu danken. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Auf jeden Fall. Oh. Das sieht nicht so gut aus. Was ist das? Ein Goldfischglas? Oh. Vermutlich wohl eher ein Raumfahrerhelm. Matrix 2. Schließe Sternfeldreparatur ab. Okay. Okay, was kann ich hier machen? Der hier könnte wichtig sein. Oder auch nicht. Gut, der hier muss zur Luftversorgung gehören. Oder zum Überlaufbecken? Okay. Was kann ich hier machen? Keine Ahnung, wozu der gedacht ist. Ich glaube, ich kann den Schlauch hier verwenden. Ich könnte diesen kleinen Schlauch mit einem anderen verbinden. Oh. Passiert dann etwas? Nein. Vielleicht was anderes. Das hier?
Ne, auch nicht. Dann probieren wir es mal so. Und der hier? Oh! Ja, hier was gemacht. Kann ich jetzt irgendwas hier machen? Das Ding heißt Wartungsfeld. Aber ich finde nichts darauf, was man damit warten könnte. Dieser Schlauch hat eine Schwachstelle. Aber von. Okay. Ja, ich muss wahrscheinlich da oben mit dem Messer rankommen, aber wenn ich das schneide, wird er wahrscheinlich sich ein paar Füße brechen. Oder Beine, eher gesagt. Okay, jetzt mal gucken wir mal, was ich hier machen kann. Aber mit welchen Wesen? Nein. Das hier bringt mir auch nicht weiter. Dann das hier. Oh, ernsthaft? Dieses. Oh. Warte, da ist irgendwas gerade passiert. Dieses Rohr gehört. Das macht das hier und. Das hier. Ja, das kann ich dann wieder wegnehmen. Ne, ganz raus. Probier es nochmal hier an der Seite. Also ich muss also irgendeine Kombination bekommen. Ich kleinen Schlauch mit einem anderen verbinden. Wenigstens ist nichts in die Luft geflogen. Okay, das stimmt. Okay, das bringt's nicht. Hier. Warum nicht? Greife auf Wartungsfeld 22. Nee, das ist auch nicht richtig. Und bei dem Rohr habe ich ein gutes Gefühl. Okay, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich das richtig machen muss. Ich muss halt irgendeine Kombination finden. Wir sollten. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Vielleicht hier. Ich probiere es mal. Und jetzt kann ich hier rauf. Nicht an die Plattform ran. Noch ernsthaft, Fella. Komm, wir schneiden ich das jetzt. Ich könnte den Schlauch verlängern, indem ich ihn hier aufschneide. Aber ich weiß nicht, ob ich den Sturz dann überleben würde. Komm schon. Wetten, dass die Hälfte von uns das überlebt? Ha, ha, ha. Bisschen blöder Festkörper, also. So. Ja, wenn das nicht bringt, dann müssen wir hier was machen. Greife auf Wartungsfeld. Das ist auch nicht. Und diesen. Das macht gar nichts angeblich. Das hier macht nur den hier, warum auch immer. Das macht nichts. Das macht irgendwie auch nichts. Das bringt mir auch, glaube ich, nichts was. Oder kann ich, komm ich ran? Eine Schwachstelle, aber von hier aus komme ich nicht ran. Ja gut, dann brauche ich auch irgendwas Höheres. Gut. Luftentweichung, okay. Kann ich nicht den Helm benutzen? Ich muss keinen Helm tragen. Hier gibt es genug Sauerstoff. Gut, den Schlauch nehmen wir mal wieder mit. Puh, kann ich den noch irgendwo anders hier benutzen? Also ich tüfte gerade ein bisschen so herum, wo ich den eigentlich nutzen kann. Weil ich habe gar keine Ahnung wo. Aber da bringt er mir nichts. Da könnte er mir etwas bringen. Könnte es die Sache. Ich komme nicht an die Plattform ran. Okay, probieren wir es mal. Ich komme nicht an die Plattform ran. Ich komme nicht an die Plattform. Ich glaube, da kann ich mit den Händen. Ich brauche hier keine Wolkenschuhe. Oh Mann. Was soll ich denn hier machen? Ding ist viel zu klein halt hierfür. Aber mit welchem? Okay. Ich übersehe gerade locker irgendetwas Wichtiges. Da kommen wir nicht rein. Er sagt, das ist zu niedrig für sie.
Ich muss das halt irgendwie mit dem Messer schneiden. Dieser Schlauch hat eine Schwachstelle. Ich könnte den Schlauch... Ich komme nicht an die Plattform ran. Ich komme nicht an die Plattform ran. Komm schon. Wetten, dass die Hälfte von uns das überlebt? Ich könnte den Schlauch verletzen. Luftverteilung. Dieser Schlauch hat eine Schwachstelle. Aber von hier aus komme ich nicht. Ich komme nicht an die Plattform ran. Oh Mann. Ich brauche... Ich weiß nicht, was soll ich denn hier noch machen? Ja, irgendeine Wartung wurde ja jetzt vorher gesehen, aber was bringt mir das? Komm schon, wetten, dass die Hälfte von uns das überlebt? Luftverteilungssystem unvollständig. Druckanhebung nicht möglich. Ja gut. Mit diesem kurzen Schlauch komme ich da nicht ran. Und das andere... Oh mein Gott, ey. Ich kann ja aber auch nichts machen. Ich brauchte irgendwie, keine Ahnung, hier so ein Feld, aber gibt's ja nicht. Das nervt mich gerade irgendwie etwas. Das hört sich gar nicht gut an. Ja, das bringt mir, glaube ich, gar nichts, das hier. Dieser Auslöser dient nun... Oh, ernsthaft? Leben, stimmt's? Allmählich fange ich an, dich zu mögen. Autsch. Das hat wehgetan. Aber dieser Schlauch war es wert, glaube ich. Schneiden ist alles wert. Ja, klar. So, und jetzt haben wir einen langen... Hoffentlich kann ich mit diesem Gut, der hier muss zur Luftversorgung gehören. Oder zum Überlaufbecken? Na gut. Dann probieren wir den mal hier. Nicht brennbar, dass da rauskommt. Luftverteilungssystemintegrität wiederhergestellt. Oh ja. Beginne Druckabhebung. Moment, das ist gut, oder? Initialisierung. Ja, gut. Oh. Jetzt geht's los. Gyrostabilisatoren am Netz. Dreht sich darum? Oder bin ich das? Ah, beides. Oh je. Alles klar. Jetzt schweben wir die ganze Zeit. Hey, da ist die Klappe. Oh, daneben. Huch, was ist das für ein Greifer? Und was ist das für ein Greifer? Ja, chillig. Alles klar, was soll ich jetzt hier machen? Dieser Stiefel ist offenbar näher als der andere. Mal sehen, ob ich da... Nö. Ich frage mich, ob dem kleinen Greifer genauso schwindelig wie mir ist. Oh. Ich... Komm... Nö. Mann, offenbar steht er wirklich auf Stiefel. Alles klar. Diese gruselige Riesenroboterhand kommt mir seltsam bekannt vor. Ich komme nicht an den Stiefel ran. Egal, er ist vermutlich sowieso nicht meine Größe. Also ich brauche Stiefel? Er hat offenbar kein Interesse an mir oder meiner Kleidung. Ich brauche hier keine Wolken. Er ist hier. Mist. Ganz schlechtes Timing. Oh. Ach so, jetzt darf ich also ein Time. Ich komme nirgendwo. Bitteschön. Erwischt. Und jetzt lass den Helm los. Und du gehörst jetzt mir. So. Dämliche Physik. Dieser Stiefel ist offenbar näher als der andere. Den nehmen wir mal. Nö. Mist. Ja. Schlechtes Timing. Ja, super. Das ist auch Timing-Rätsel. Das ist doch doof. So. Jetzt gehörst du mir. Oh. Blöder Finger. Oh, dämlicher Riesengreifer. Aus dem Weg. Ich komm nirgendwo hin. Ja, chillig. So, aber jetzt gehört er mir. Hab dich. Irgendwas sagt mir, dass ich dich nicht dazu bringe, diesen Stiefel loszulassen. Hab ich recht? Na super. Wonach versucht sie zu greifen? Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt den Stiefel anbieten. So. Stiefel! Oh, ist ein Magnet gewesen. Hey, den Griff kenn ich. Ich wette, dass du in einem von diesen Tentakeln warst, die am Strand nach mir gegriffen haben.
Ja, chillig. In einem von denen, auf die ich geschossen habe. Chill, das geschieht dir recht. Okay, was jetzt? Ich komme nicht an den Stiefel ran. Vielleicht kann ich von diesem Ding runterspringen. Juhu, der Weltraum. Ich hab's geschafft. Ach, komm schon. Ja, chillig. Hui. Oh. Schon besser. Die Luft da draußen wurde allmählich etwas dünn. Ja gut. Jetzt sind wir in der Basinastra. Entweder bin ich hier in einer Art Flur oder in der Speiseröhre dieser Kreatur. Ich glaub ersteres. Achtung, Luftschleuse. Für Außeneinsätze werden Schutzanzug und Luftschlauch benötigt. Aber keine Sorge, ich werde sie dir anziehen. Herzchen? Diese Raumanzugteile, die ich gefunden habe, gehörten also jemandem namens Herzchen? Aber wer ist nun Herzchen? Das würde ich wirklich gerne wissen. Ja, chill. Ja, du hast Herzchen ja schon gesehen. Wolltest du mir auch eine klatschen, den guten Shay? Oh nein, wir bewegen uns. Das bedeutet, dass ich Mok Chotra wieder zum Leben erweckt habe. Bist du auch ein Gefangener von Mok Chotra? Du bist wohl eine Maid aus der Welt der Sechsecke. Keine Sorge, kleines Sechseckmädchen. Ich finde die anderen Maiden und dann verschwinden wir alle von hier, klar? Alles klar. Ja gut, kann ich hier was machen? Teleporter? Hallo? Dieses Kämmerchen scheint zu schlafen. Ist das ein Zug? Die Tür geht nicht auf. Na super. Mann, hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Vielleicht lebt Mok Chotra ja wieder. Nun ja, so gut sieht er nicht aus. Offenbar ist etwas Schreckliches hier drin. Aber was? Die Tür geht nicht auf. Oh Mann, Wille, ey. Ja gut. Ist das wie Müll? Jetzt schieben wir es mal weg, so. Ins Zucker? Da haben sie vermutlich wohl Sachen geschmolzen. Vor allem Sachen geschmolzen. Sieht aus wie abgesperrt oder so. Ja gut, ich glaube, ich komme nirgendwo hier rein, also muss ich mal schauen, wohin jetzt. Ah, in der Höhle des Monsters, beziehungsweise Schiff. Ob Monster oder Maschine, ich habe es schon vorher zu Fall gebracht. Von innen sollte es noch einfacher sein. Theoretisch gesehen ja. Lass mal in die Schiffssteuerung mal reingehen. Ist das die Intelligenz? Sieht wichtig aus, aber irgendwie auch unecht. Wahrscheinlich eine Attrappe. Ja, weshalb wohl? Abgeschlossen. Wenn ich die Intelligenz dieser Operation finden könnte, dann kann ich vielleicht alle Türen öffnen. Ja, chillig. Esszimmer? Abgeschlossen. Ja, super. Hey, was mit dem Raum? Hallo da drin. Wer ist da draußen? Oh. Ich kann dich kaum hören. Hallo Mutter. Das Schiff brennt. Das Schiff brennt. Du musst hier raus. Ich weiß, dass das Schiff brennt, deswegen bleibe ich auch in diesem feuersicheren Raum, bis ich herausfinde, was zu tun ist. Wer ist das? Ich heiße Vella Tatin. Und bin hier, um dich auszuschalten. Hast du Martin gesagt? Ist das eine deiner Witze, Shay? Betriebstechnik? Nur eine Runde. Ich lasse jetzt mal einfach mal alles runterlaufen. Betriebstechnik? Wovon sprichst du? Bist du das, Shay? Ja, ich bin's. Shay. Wirklich? Ist das wirklich du, Shay? Deine Stimme hört sich so seltsam an. Ich wurde verletzt. Deswegen klingt meine Stimme so komisch. Oh, das hört sich erschrecklich an. Wenn es denn wahr ist. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Ich bin's. Erkennst du mich etwa nicht? Nun, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Wenn du mir nicht glaubst, dass ich Shay bin, dann gehe ich eben. Ich weiß nicht, was ich jetzt glauben soll. Mein Sohn würde das verstehen. Vielleicht. Nee, Shay will einfach sich so denken, so, ich hau ab, Mutter.
So, kann ich jetzt eigentlich irgendwas hier machen? Das? Eine Art Wohnbereich? So, gibt's das ein Schildzimmer? Ein Schildzimmer? Oh, das hallo. Das sieht ziemlich schwer aus. Hm. Gruselig. Warte, ist das echt? Nee. Alex, kannst du das mal wegspringen? Dieser Auslöser dient nur dazu, Elektrodestrahl abzufeuern. Messer? Ich will das nicht schneiden. Nur weil du es noch nicht probiert hast. Argument. Ich bezweifle, dass dieser Helm da etwas bringt. Schuhe? Die behalte ich. Es ist schwer, die passenden Schuhe zu finden. Ja, okay. Da hat man vielleicht recht, aber warum ziehst du die nicht an? Du bist die ganze Zeit barfuß. Ich brauche hier keine Wolkenschuhe. Ist sie nicht kalter, Wella? Hm, irgendjemand hat diesen Lüftungsschacht aufgebrochen. Ich frage mich, warum. Gibt wohl nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ja, gehen wir mal runter. Oh, hey, Merrick. Du bist es also. Die Letzte. Okay. Warum hast du mich die Letzte genannt? Du warst die letzte Kreatur, das letzte Ziel unserer Rettungsmission. Shay schien mehrmals besonders interessiert an dir zu sein. Ja, warum wohl? Wer bist du? Steuerst du dieses Monsterschiff? Nein, sie kontrolliert es. Die Intelligenz. Ich war nur ein blinder Passagier, der geschickt wurde, um den kleinen Jungen zu retten. Okay. Wovor wolltest du den Jungen retten? Vor ihr, die sie Mama nennen. Sie wurde dafür programmiert, den Jungen zu beschützen, aber sie tut es ohne Sinn und Verstand. Jetzt ist er ihr Gefangener. Wir alle sind Gefangene. Okay. Wer ist sie? Ich meine, wer ist sie wirklich? Sie ist die Intelligenz dieses Schiffs. Du findest sie im Raum neben der Kantine. Aber sei vorsichtig. Sie hat überall Augen und Hände. Okay. Der Junge ist kein Gefangener mehr. Er ist geflohen, als ich an Bord gekommen bin. Verstehe. Nun, das sollte die Mission nicht beeinträchtigen. Welche Mission? Die Kontrolle über das Schiff zu erlangen und diesen Wahnsinn zu beenden. Na gut. Hat der Junge die Maiden entführt? Einfach mal weiterfragen. Einfach weiterfragen immer. Und ja, er hat sie ausgewählt. Aber er wusste nicht, was er da auswählt. Er dachte, er würde hilflose Kreaturen retten. Und das haben wir in Wirklichkeit auch getan. Alles klar. Wovor habt ihr sie denn gerettet? Wir haben euch vor der Pest gerettet. Welcher Pest? Hol mich hier raus und ich erklär's dir. Nee, du kannst da liegen bleiben. Warum sollte der Junge auswählen, wen ihr rettet? Selbst unsere beste Technologie kann nicht die Instinkte eines Jungen wie Shay ersetzen. Vor allem nicht in seinem Alter. Du erklärst es ja gar nicht wirklich. Das Merrick. Fällt mir schwer. Nimm das von mir runter, dann erkläre ich dir alles. Ja. Wo sind die anderen Maiden, die ihr gerettet habt? Sie sind in Sicherheit, aber eingesperrt. Sobald wir wieder die Kontrolle über das Schiff übernommen haben, können wir sie befreien. Ja. Können wir das Schiff stoppen? Können wir das Schiff stoppen? Ja, aber nur, wenn wir in den Kontrollraum kommen. Sie hat die Tür mit einer Art Notverriegelung versperrt. Nur sie kann die Tür von innen öffnen. Alles klar. Kannst du eine der verriegelten Türen auf diesem Schiff öffnen? Naja, meine Arme stecken fest. Aber ich glaube, ich kann diesen einen Knopf da drücken. Ey, du konntest dich fast selber freuen. Was ich tun kann. Danke, damit kann ich arbeiten. Hey, warte, du bist ein Wolf. Tut mir leid, ich hatte einen wirklich seltsamen Tag und es wird immer schwieriger, seltsame Sachen sofort zu erkennen. Das ist eine lange Geschichte, aber wenn du mir hier raushilfst, verspreche ich dir, dass ich dir alles erkläre. Aha. Warum habt ihr mich ausgewählt? Ich vermute, er hat deine Stärke gespürt, deinen Geist. Ich hoffe, dass er recht hatte. Okay. Wo fliegt das Schiff hin? Vermutlich zurück zu seinem Heimathafen, um uns seinen Herren auszuliefern. Ich muss los.
So. Geh in den Kontrollraum. Das ist die einzige Möglichkeit, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ja, Merrick, du weißt schon, ich glaube dir nicht richtig, seit ich von Shay gehört habe, dass eine weitere Person namens Merrick was gemacht hat. So, aber hier soll was sein. Diese Tür ist abgeschlossen. Was sie da drin wohl verstecken? Merrick hat ja erwähnt. Maiden versteckt sieht oder so. Sieht aus wie in einem Museum, nach einem Tornado. Ich frage mich, was ich hier drin wohl über das Kind erfahren kann. Ah, okay, kann ich mal Shays Sachen wieder angucken. Sieht aus wie ein Krankenbericht. Medibot Krankenbericht. Entwicklung des Patienten ist normal und er ist gesund. Anders als in seinen ersten 5 Jahren ist er dieses Jahr sehr gewachsen. In nur einem Jahr ist er um 5 cm und 3 Schuhgrößen gewachsen. Die Splotch-Therapie scheint anzuschlagen. Splotch? Alles klar. Was kann ich hier noch so Schönes angucken? Was haben wir denn hier? Da steht Sicherheitspreis, Kategorie Schuhwerk. Alles klar. Gucken wir uns mal die Bilder mal an. Das ist zumindest eine Entschuldigung. Seine Kindheit war ganz schön merkwürdig. Das sieht so ein bisschen aus, so wie ich damals in der Grundschule gemalt habe oder so. Sieht nicht so aus, als ob er später mal ein Kidnapper werden würde. Ja, chillig. Okay, jetzt haben wir noch irgendwas. Was ist denn da? Ich frage mich, ob er seinen ersten Zahn verloren hat, weil er einen sich bewegenden Rührbesen abgeleckt hat. So wie ich. Ja gut. Wisst ihr vielleicht, wann ihr mal einen ersten Zahn verloren habt, so als kleines Kind? Oder so, oder vielleicht wissen es vielleicht noch eure Eltern? Ich glaube, bei mir ist es einfach so passiert. Ich hätte, glaube ich, einfach nur irgendwas reingebissen und dann ist mein Zahn einfach rausgegangen. Entschuldigung. So, mal sehen, Teleporter. Hallo? Hey, wer bist du? Ich bin Vella. Und wer bist du? Ich? Nun, ich... Oh mein Gott. Ich muss nachschauen. Es ist schon so lange her, dass mich jemand gefragt hat. Ich heiße Melanie. Hey, ist Melanie. Besenkammer, Melanie? Komm rein. Ich zeig's dir. Teleporten. Gut. Und schließe deine Augen, damit deine Augäpfel beim Teleportieren nicht verloren gehen. Was? Schade, das funktioniert. Überraschung. Ich bin ein Teleporter. Jetzt erzählst du mir ein Geheimnis. Hey, wo ist der andere Raum hin? Was ist mit meinem Kopf los? Und meiner Stimme? Oh nein, ich dachte, ich hätte das repariert. Du hast meinen Kopf größer gemacht. Keine Sorge, Schätzchen, das dauert nur kurz. Lass mich einfach von dir zurück teleportieren und ich korrigiere das. Das alles ist klar. Seltsam. Das ist wirklich seltsam. Also, ich muss schon wieder irgendwas mit dem Teleportieren machen. Dafür, dass mein Kopf jetzt diesmal größer wird, habe ich so eine Vermutung. Ich gehe jetzt erstmal noch mal ganz kurz zurück. So, und zwar, wenn ich mal rein dürfte, gehe ich erstmal hier rein. Hallo, zurück zum Nexus? Ja, zurück zum Nexus, bitte. Augen zu und durch. Natürlich. Gib mir unbedingt eine gute Bewertung, in Ordnung? Jetzt nö. Ist er noch größer. Übertreib's nicht, Schätzchen. Du musst mit mir zurück, bevor du platzt. Reicht das schon oder kann ich noch einmal? Ich glaube, ich muss es noch einmal machen. Ich habe so das Gefühl, ich muss jetzt eventuell noch mal ganz kurz zurück, aber Ich muss jetzt so hier lang, also kann ich ja mal nachgucken. Hallo da drin. So. Wer ist da draußen? Ich kann dich kaum hören. Ich bin's, Shay. Ja, ich bin's, Shay. Du hörst dich irgendwie seltsam an. Das liegt wohl an der Sprechanlage. Ich brauche aber einen handfesteren Beweis,
Okay, ein paar Fragen. Natürlich. Oh, gut. Erste Frage. Wie hieß dein Lieblingsplüschtier, als du noch ein Kind warst? Oh. Das war ich noch. Mister? Mister. Mach weiter. Mister Knuddel. Knuddel. Ist das deine Antwort? Ja. Mister Knuddel. Das war's. Das wusste ich noch. So langsam macht das keinen Spaß mehr. Wie bitte? Gar nichts. Verstehe. Nun gut, dann habe ich noch eine Frage für dich. Welcher meiner vielen Kosenamen für dich hat dir am besten gefallen? Ich glaube, es ist die letzte Antwort. Einfach nur, weil Shay einfach keinen Bock hat, immer. Bitte, können wir das bleiben lassen? Genau. Ich wusste es. Ich wusste es. Du hast meine Kosenamen gehasst. Also, Shay hat sie gehasst. Nun, zur Sicherheit noch eine Frage. Bis zu seinem 9. Geburtstag machte ich meinem Sohn jedes Jahr neue Weltraumstiefel, bis er darauf bestand, Maschinenfizierte vom Replikator zu bekommen. Er würde sich sicher daran erinnern, dass ich niemals eine Farbe oder ein Muster wiederholte, damit es nicht langweilig wird. Sag mir also bitte, welche Farbe, welche Größe und welches Muster seine allerersten Weltraumstiefel hatten. Ach du Scheiße. Wie soll ich das bitte wissen, ey? Boah, du Heilige. Also ey, die verlangt ja was von mir, ey. Gott. Ganz ehrlich, ich hab da null Ahnung. Zum Glück hat man hier kein Zeitlimit. Weil sonst würde ich hier, glaube ich, echt nur verzweifeln. Gott. Mein Gott, ey, was soll ich denn hier machen? Ich würde eigentlich sagen, es waren blau oder so. Wo? Warte mal. Ich glaube, ich weiß, ich habe es einmal mit Shay gesehen, das habe ich mal offscreen gemacht. Weil ich muss halt manchmal mal testen, bevor ich was mache. Ich glaube, ich weiß, was es war. Es war auf jeden Fall blau. Blau hat die aber auch gesagt. Blau. 4? 3? Na komm, irgendein Mittelwert. 4 oder 5? 4, 5, 4, 5, 4, 5. Oder? War es 6? Boah, keine Ahnung, ey. Oder so. Größe 4. Und das Muster. Muster?
Punkt, würde ich sagen. Oh. Und ich dachte, du bist so wirklich schäferst. Lass mich in Ruhe, wer auch immer du bist. Alles klar. Okay, habe ich irgendwas falsch gemacht. Hallo, ich bin's, Che. Was war nochmal die letzte Frage? Bis zu seinem 9. Geburtstag machte ich meinem Sohn jedes Jahr neue Weltraumstiefel. Bis er dann... Okay, ich probiere jetzt irgendwas mal. Lila. Und die Größe? Bei der Größe habe ich wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Vier. Größe 4. Und das Muster. Punkte. Shay, du bist es. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Egal. Hallo. Du bist kein Computer. Du bist nicht Shay. Wow. Da ist das Schiff mal schön weg. Na, super. Oh, wer bist du? Was hast du mit unserem Schiff gemacht? Wo ist mein Sohn? Beruhig dich doch erstmal. Wer bist du? Und warum hast du mit diesem Schiff Mädchen gefangen? Bist du krank? Wo ist dieser Computer namens Mama, der das Schiff steuert? Ein Computer namens Mama? Wovon sprichst du? Ja, von dir! Mein Name ist Velatatin. Ich habe dein Schiff zu Fall gebracht. Was? Warum? Wir sind ein unbewaffnetes interstellares Raumschiff auf einer friedlichen Mission. Ja. Der Wolf hat mir von dir erzählt. Gut, jetzt beruhige dich einfach mal. Du brauchst Hilfe. Ja. Du bist nicht im Weltraum. Schau zum Fenster raus. Nun ja, nicht mehr. Du hast uns abgeschossen. Nein, ihr wart niemals im Weltraum. Das war alles gelogen. Die Sterne sind hier drin. Und von außen seid ihr ein Monster. Aber... Sie hat recht, meine Freundin. Oh, Merrick. Das ist der Wolf, von dem ich gesprochen habe. Diese Stimme. Hey, warum bist du nicht mehr unter dem Müll eingeklemmt? Ich bin kein Wolf, nicht wahr, Hope? Ich bin ein alter Freund. Ach du Scheiße. Merrickai, was machst du hier? Ich bin hier, um Operation Löwenzahn für dich abzuschließen. Es tut mir leid, dass wir einige Aspekte der Mission vor dir und deiner Familie geheim halten mussten. Aber warum bist du... Du hast gesagt, dass unsere Welt stirbt. Das tat sie auch. Aber dann seid ihr gegangen und habt unsere Rettung gefunden. Wie so viele vor euch auch schon. Die Morgs. Entschuldige bitte das Weltraumtheater. Es war nur eine Vorsichtsmaßnahme, damit ihr euch nicht wie viele eurer Vorgänger den Einheimischen anschließt. Wir waren nie im Weltraum? Nein. Loruna ist für sich genommen ein großes Reich, aber eben auch Teil genau dieses Planeten. Hinter dem Pestdamm. Lustig, dass du das erwähnst, Bell. Da wären wir nämlich. Oh, du Scheiße. Während ich das Schiff zur Desinfizierung vorbereite, bleibt ihr zwei sitzen und entspannt euch. Denkt daran, dass ihr zum Wohlergehen vieler zukünftiger Generationen beitragt. Ach, du Scheiße. Captain, hier oben! Ich bin eine Waffe! Ich glaube, ich weiß, was hier vorgeht. Er will die Spezies von Loruna verzüchten und will die ganzen Mädchen haben, damit schön viele Kinder sind. Also eine schöne, ja, Zwangsfortpflanzung. Ach du Scheiße. Du gehörst zu mir. Ich hätte ein komplettes Besteck, wenn ich jetzt noch... Oh, an deiner Stelle würde ich den LÖFFER hier nicht erwähnen. Tiny hat ihm das Herz gebrochen und deshalb hat er sich freiwillig für ein Selbstmordkommando gemeldet. Halt deine Klappe, Dutch! Keine Sorge, ich erzähl schon nicht, für wen du ihn sitzen gelassen hast. Chillig. So, also kannst du mir jetzt
paar Antworten geben. Hallo, du bist Hope? Vella, nicht wahr? Ich bekomme allmählich das Gefühl, dass du nicht hinter den Entführungen steckst. Hinter welchen Entführungen? Dieses Schiff sieht von außen wie ein riesiges Monster aus. Alle 14 Jahre kommt ein Schiff wie deins zu meinem Dorf. Und wir müssen Meiden opfern, damit es nicht die Stadt zerstört. Ja gut. Das kann nicht sein. Und dann nimmt das Monster, also dein Schiff, die Meiden mit. Für immer. Das hört sich alles so verrückt an. Aber genau das wäre ein Plan nach dem Geschmack von Drossel. Alles klar. Wer ist ein Drossel? Tut mir leid, ich habe gelogen, dein Sohn zu sein. Der Wolf sagte... Nun ja, tut mir leid. Schon gut. Ich mache dir keine Vorwürfe. Offenbar hat Marikai uns alle für lange Zeit getäuscht. Okay. Wie kommen wir hier raus? Ich habe die Tür vorhin verschlossen, aber ich vermute, dass Marikai sie jetzt selbst geschlossen hat. Ja, super. Unsere einzige Hoffnung besteht in Systemen, die er übersehen hat. Ich werde einen Weg hier rausfinden. Gut, ich versuche auch, mir etwas einfallen zu lassen. Ja, gut. Was mich jetzt allerdings... Das Foto hier regt mich sehr auf. Was für ein süßes Bild. Ja, damit kann ich mich besser an alles erinnern. Er war nicht immer ein Teenager. Oh, süß. Ey, warte eine Sekunde. Das ist da links auf dem Bild. Ey, das sind doch die gleichen Zeichen wie von dem kleinen Ding da. Wie von dem kleinen Roboter. Ey, das fotografiere ich mir jetzt erstmal ab. Ey, ich habe eine Idee. Und zwar, ich geh jetzt erstmal rüber zu Shay. Ja, ich wusste es. So. Komm her, mein Kleiner. Dich verkabeln wir jetzt schön neu. Nehmen wir dieses hier mal weg. Machen wir die mal ab. So sieht es aus. Okay, jetzt muss ich erstmal wissen, was. Draht anbringen. Jetzt habe ich keine Kabel mehr. Ich muss erstmal wissen, was ein Symbol was ist. Keine Ahnung, was das bedeutet. Okay, also ich glaube, ich schreibe mir erstmal lieber schnell auf. Auf jeden Fall der Doppelpfeil und das Dreieck mit den... Ah, okay. Ich habe so einen Plan. So, ja, wir nehmen es nochmal ganz kurz raus. So, das nehmen wir weg, das nehmen wir weg und das kommt hier hin. Dann passt das schon wie auf dem Bild. Versuch ist es wert. Ja, ah ne. Verstehe. Ah, ich hab's falsch rum. Ah, kacke. Mal, dann ist von hier nach hier. Wenn ich nur auf meinem alten Schiff wäre, dann könnte ich die Infos für die Reparatur einfach aufrufen. Okay, das Gelbe muss ich... andersrum machen. Oder mal gucken, was andersrum ist. So. Wie funktioniert dieses? So. Wenn ich nur auf meinem alten Schiff wäre, dann könnte ich die Infos für die Reparatur einfach aufrufen. Okay, ich hab's. So, und jetzt muss ich ja schauen, wo der rote kommt. Und mehr Kabel habe ich leider nicht. Bei dem? Ja, nice. Aber ich weiß wir haben ihn. Warum. Sieh mal, wer hier aufgeladen und arbeitsbereit ist. Hey Alex, guck mal. Hey, was ist mit dem kleinen Kerl? Ich glaube, er will uns helfen. Mann, sieh mal, was er macht. Oh, so, weg damit. Er kennt sich auch noch mit Elektronik aus. Großartig. Vielleicht ist er das Genie, nach dem ich suchte. Ja, und sie machen Fenster. Gut, danke, Shay. Das dürfte reichen. Gibt es noch was für mich zu tun? Setz dich einfach und warte, bis dein Vater den Schiffsrumpf repariert hat. Und dann starten wir. Wie lange glaubst du, wird das dauern? Hey, ich habe 300 Jahre darauf gewartet. Da machen ein paar Minuten mehr auch nichts mehr aus. Das stimmt. Ist dir aufgefallen, dass dein Schiff gerade irgendwie wackelt? Das ist der hochleistungsfähige Anti-Schwerkraftschubantrieb, der gerade warm läuft. Wenn alles andere erledigt ist, wird uns das Ding hier wegbringen. Nice. Oh, Mann.
können wir endlich weiterfliegen. So. Kannst du das Lied Vorheriges Ziel nochmal spielen? Siehst du, ich wusste, dass du einen Ohrwurm davon bekommst. Danke. Keine Ursache. Das ist eine gute Übung für mich. Bald werde ich die brauchen. Okay, ich weiß nicht, für was ich das brauche, allerdings so. Na, Kleiner, hast du Spaß? Diese altmodische Verkabelung muss ihm total primitiv vorkommen. Hey, zu meiner Zeit sind wir auch ohne sechseckige Hilfe zurechtgekommen. Aber ich bin froh, dass er hier ist. Siehst du? So. Dad, bist du fertig? Kann ich durch dieselbe Tür wie mein Vater gehen? Oh, darunter willst du bestimmt noch nicht. Viel zu unsicher. Viele von den... Na gut, kann ich vielleicht rausgehen? Nicht so weit. Sonst verschwindet Alex noch ohne mich. Hey, da ist ja ein großes funkelndes Loch im Boden. Das ist deine supraleitende Gyroskop-Hypercam in Action, Junge. Sie funktioniert. Das ist chillig. Na gut, kann ich jetzt noch irgendetwas machen? Oder muss ich jetzt einfach nur warten? Tja, es gibt immer noch nichts weiter zu tun, als auf deinen Vater zu warten. Na super. Gut. Ich habe jetzt so das Gefühl, ich muss jetzt weiter mit Vella machen. Deswegen, ich wechsle jetzt nochmal ganz kurz auf sie. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall mit Shay durch. Das ist gut. Ich habe gehört, diese Verkabelung soll richtig schwer sein. Oder gar keinen Sinn machen, solange man nicht irgendwie dieses Gegenstück findet. Aber das Foto hat mich jetzt so ein bisschen so gerade gewundert. So, aber in dem Sinne beende ich den Part jetzt erstmal hier. Ich weiß, es ist mal wieder sehr, sehr lange und so. Und ja, ich will das Spiel jetzt einfach durchhaben. Es macht einfach so viel Spaß. Ich will es aber jetzt echt mal durchspielen. So. In dem Sinne, meine lieben Zockfreunde, sehen wir uns beim nächsten Mal beim Broken Age wieder. Bis dahin, haut rein.